Großeinsatz in Rurup. Ein Kleinbagger und Männer mit Schaufeln waren am Samstag gefragt. Im Ruruper Park nahe der Kirche soll eine 15 Meter lange und 3 Meter breite Boccia-Bahn entstehen. Dazu musste der Boden zunächst ausgekoffert werden. Eine Initiative von rurup.net. Die Dorfgemeinschaft Rurup.net hat vor anderthalb Jahren hier ein Parkfest veranstaltet, hier an gleicher Stelle. Und da sind Gelder übrig geblieben. Diese Gelder wollten wir gerne wieder fürs Dorf nutzen. Und da haben wir die Frage an die Vereinsvorsitzenden gestellt und an die Bevölkerung, was damit passieren soll. Dann kam die Idee auf von der Frau Ulla Demann, dass man im Park eine Boccia-Bahn bauen könnte. Diese Idee haben wir dann im letzten Jahr aufgegriffen. Schotter wird aufgefüllt und verdichtet. In Gemeinschaft geht vieles leichter. Mitglieder verschiedener Ruruper Vereine ziehen an einem Strang. Alle konnten Vorschläge für die Gestaltung an dieser Stelle machen. Die Idee, eine Boccia-Bahn zu bauen, setzte sich durch. Unser Ort hier in Rurup lebt sehr gut. Wir haben aktives Vereinsleben. Viele Vereine engagieren sich in vielerlei Hinsicht. Jeder Verein hat Schwerpunkte gesetzt und die Zusammenarbeit ist hervorragend. Viele aus vielen unterschiedlichen Vereinen helfen immer genügend Leute mit. Rurup.net ist, wie der Name ja schon sagt, www.rurup.net, der Internetauftritt von unserem Dorf, den wir bei uns im Verein begleiten. Kontrolle der Höhenmaße. Denn schließlich soll die fertige Boccia-Bahn kein Hindernis werden, zum Beispiel für den Rasenmäher oder bei Veranstaltungen. Für die Teilnehmer der Aktion sind solche Projekte für den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft sehr wichtig. Ich halte sehr viel davon, von dieser Boccia-Bahn. Das ist von der Dorfgemeinschaft angestoßen worden und jetzt sind wir mit dem Bau angefangen. Solche Projekte sind sehr wichtig. Ist ja auch nicht das erste Projekt, was wir hier angestoßen haben und schon ausgeführt haben. Wir haben da im letzten Jahr die ganzen Wanderwege ums Dorf neu gemacht. Wir reparieren die Bänke und halten die in Ordnung. Ich finde es gut, dass wir gemeinschaftlich diese Projekte umsetzen. Ich bin auch, ich sag mal, ein Stück weit stolz davon, dass so viele Beteiligungen sich hier beteiligen. Ich finde es gut, dass wir vorher abgestimmt haben, welches Projekt Rurup.net dieses Jahr umsetzt. Dieses Jahr ist es die Boccia-Bahn, nächstes Jahr wird es was anderes sein. Und jeder Bürger ist aufgefordert, sich auch mit Vorschlägen tatkräftig zu melden. Bereits in 2 Wochen soll die Bahn fertig sein. Dann können sich die ersten Spieler beim Boccia versuchen und ihre Kugel möglichst nah an eine kleinere Zielkugel platzieren. Rurup.net hofft, dass die Boccia-Bahn regelmäßig genutzt wird.